Kitty! Buenos dias! Steht sogar Hello Kitty, ist wirklich ein Kitty. Habe gar nicht gewusst. Ich denke, das ist gern. Einfach ein nachgemacht, aber es ist wirklich ein Kitty. Tschüss! Syrenen har blommat så vackra. Jag ska måla hela vägen, lilla mamma. Mamma, är du ledsen? Varför ler du ej? Vill du jag ska måla någonting åt dig? Många vackra färger har jag ännu kvar. Gråt ej, lilla mamma, allt ska bli så bra. Jag ska måla hela världen, lilla mamma. Full av solsken varje dag. Så, jag har ett nöje. Nicht Seide, aber das denke ich immer, dass das aussieht wie Seide. Das ist jetzt Schnur. Ich übe. Schnur, Schnur, Schnur. Nicht Seide. Und ganz geile Farbe, rot. Att det regnar och är grått, det gör detsamma. Du ska solsken i ditt fönster ändå ha. Alla blommorna du gärna ville köpa. Lilla mamma, jag ska måla dem till dig. Jag ska måla hela världen, lilla mamma. Och allt ska bli så ljust och glatt för dig. Trevlig sommar! Mein Kaninchen, hi! Also die dürfen da im Haus sein, immer die ganze Zeit recht gross, aber die Käfige, die sind einfach so unsicher. Da geht der Marder runter oder der Fuchs. Deshalb muss ich sie einfach so einen Tag rausnehmen und dann wird es gefressen. Ein Tag ist das. Ich schiebe immer Käfig.
Alltså det är livet också så sent för oss. Ajo. Schön då, hä? Så schön. Ich habe jetzt, wie viel habe ich jetzt? 4. 5 habe ich. Ich habe viele gehabt. Mordet, viele gefressen und Fuchs. Oh je. Habe jetzt seit ein Jahr etwa, habe ich jetzt gelernt, ganz sicher mit den Kaninchen umzugehen. Ich möchte keine mehr verlieren, das tut so weh. Oh, jetzt geht's gut. Ich muss einfach ein bisschen mehr arbeiten. Und die können nicht alle miteinander verrissen sein. Dann muss ich so viel tragen, so viel Arbeit. Aber immer, dass sie ein bisschen immer rauskommen und schön haben. Tschüss! Ich kann mir noch nicht glauben, was gestern passiert ist. Aber wir haben einen Fuchs gefangen. Ui, wir haben viele Jahre jetzt probiert mit Fuchsfalle, mit dem Jäger. Und jetzt letzte paar Wochen, habe ich so viele Hühner verloren. Richtig verrückt worden. Und gestern Abend habe ich mir entschieden, fange den Fuchs. Und da ist er. Ich habe den Fuchs gefangen. Ich habe vor mir gesehen, wie ich machen soll. Plötzlich habe ich eine gute Idee gehabt. In letzter Zeit bekomme ich immer super Ideen. Also ich sehe vor mir, wie ich das machen soll. Und wie ich das vor mir gesehen habe, bin ich so vorgegangen. Wir haben so eine super Lücke. Lücke zum Aufmachen und hin und her. Und die habe ich offen gelassen. Das, statt die Fuchsfalle habe ich die als Falle genommen. Mit lebendigen Körper. Und da bin ich gesessen. Hab gewartet. Bis der kommt. Halb eingeschlafen. Ich habe so ein Gesicht und ich war so nervös. Eine Stunde Herzklopfen gehabt. Und immer gewartet und plötzlich, nach etwa 1,5 Stunden, die Kinder waren so laut und das hat so viele Störungssachen gehabt, aber nachher plötzlich hat ein Huhn angefangen zu schreien. Dann habe ich gewusst, jemand ist drin, Marder oder Fuchs. Lücke zugemacht und schnell rein und Licht gemacht und was sehe ich da? Ein riesen Fuchs. Und dann konnte ich mir aussetzen, so Schiss von mir. Und ich hatte Schiss. Ich habe so viel vorbereitet mit so vielen Graben und zum Schlagen, Messer und alles Mögliche angefangen. Und dann hat er so, wenn der mich angreift und beißt, dann habe ich nachgedacht. Ein Hund. Ja, nein. Und dann habe ich dann gerufen um Hilfe. Und dann haben wir wirklich im. Als Frust, dass 20 Hühner jetzt weg sind, was auch sehr, sehr teuer ist. Problem mit Lieferungen. Haben wir einfach auf den Kopf geschlagen. Bis der nicht mehr können. Und nachher habe ich mit dem Messer da die Halskehle durchgeschnitten. So wie beim Fisch. Einfach geschaut, dass es schnell wie möglich stirbt. Weil mir tut es auch leid. Hat ja irgendwo kleine Jungs. Mädchen, Kinder, die warten auf das Essen und der muss arbeiten jeden Tag. Ich arbeite hart, oder? So viel Essen jeden Tag so zusammenbringen. Aber ich kann das auch nicht mehr zulassen. Aber jetzt habe ich Fuchs gefangen. Traurig und dann muss ich auch. Tschüss! Jetzt habe ich den Fuchs. Leider aber. Es ist wahr. So, und jetzt da. Jetzt haben wir kein Licht. Aber da ist der Fuchs. Ich saß und habe gewartet, bis der einen Huhn genommen hat. Und dann habe ich zugemacht. Es ist schon gefangen. Beim Hühnerhaus. Das ist ja nicht so laut jetzt. Tschüss. Ich habe den Fuchs. Das ist leider so.
dass der so viele Hühner für uns genug hat. Und so kann ich nicht leben. Wenn ich eine halbe Stunde nicht zumache, dann kommt er. Jetzt ist er leider tot. Du musst mal angreifen, wie ich da stehe. Da mal angreifen. Ich wollte nur mal lässige Hosen zeigen. Sie sitzen ganz angenehm. Also musst du nicht viel denken, was du für einen Mann hast. Und hinten sind sie super. Cool, hä? Hat er nie so etwas. Tschüss. Meine coolen Hosen. Tschüss. Ein Bock, Bock. Ich bin seit langem nicht mehr da gewesen. Weißt du, wie der alte Marx da war? Hä? Der alte Marx da war. Ja.